Es ist soweit, am 13.08.2024, ein historisches Datum. Arena Breakout startet in die Alpha, wollte ich schon was sagen, in den Early Access, und zwar ist es komplett kostenlos und frei spielbar ab sofort. Leider nicht über den Steam Launcher, sondern nur über den hauseigenen Launcher. Link unten in der Beschreibung, da könnt ihr das Spiel dann kostenlos runterladen. Ab Dienstag um 4 Uhr morgens geht's los. Und da das Spiel nicht ganz unkompliziert ist, ist immer noch ein Hardcore Extraction Loot Shooter. Hier ein Einsteiger-Guide, damit ihr ein bisschen einfacher habt, herausfinden, was sind die besten Waffen am Start, wie funktioniert das mit der Munition, was hat es mit den Missionen auf sich und ein kleiner Rundumschlag. Die erste Runde auf keinen Fall geared reingehen, das heißt, man sollte nicht seine teure Ausrüstung verschwenden. Man spart also das Geld. Was braucht man später? Also es gibt nichts Schlimmeres, als plötzlich ohne Geld dazustehen. Deswegen mit leichter Ausrüstung reingehen und auf jeden Fall die Scav-Runden nutzen, also die Covered Ops-Missionen. Da bekommt man Ausrüstung geschenkt, man verliert nichts. Wenn man aber aus der Runde rauskommt, kriegt man die ganzen Sachen, die man sozusagen dann behalten darf. Das heißt, man kann hier kostenlos Geld machen. Aber vor allem wird es eben genutzt, um die Maps kennenzulernen. Also alle 15 Minuten, so lange geht der Cooldown für eine Covered Ops-Runde, diese Covered Ops nutzen und erstmal Logi reingehen, bis man die Maps gut kennt. Gute Startwaffen sind Waffen, die man überall findet, leicht modden kann oder auch gute Munition zuspielen kann, ohne viel Geld auszugeben. Und da fangen wir an mit der AK-74N. Hier einmal das Standardbild, also Budgetbild für die AK-74N. Bitte auch auf das Treeflex achten, was besonders günstig ist als Sight. Und ja, man kann bei der Munition natürlich Level 3 spielen, allerdings ist Level 4 Munition bei der AK-75 bereits relativ günstig, also einer der günstigsten Level 4 Munitionstypen, weshalb sie sich auf jeden Fall lohnt. Die Deagle ist ebenfalls eine sehr, sehr günstige Waffe. Achtung, hier unbedingt die goldene Variante kaufen und tauscht das Magazin aus gegen das schwarze Magazin, damit das goldene nicht noch mehr Geld kostet. Ein Visi oben drauf und fertig. Und als Munitionstypus spielen wir hier immer Level 4 Munition. Dadurch, dass wir nicht so viel verschießen, ist es relativ günstig. Wir haben hier eine 42er Penetration, 18 Damage, aber vor allem der Base Damage, also der Körperschaden ist 72. Das heißt, jeder mit Level 4 oder abwärts ist Two-Shot, also mit zwei Schüssen spätestens down. Die Mini 14 ist eine halbautomatische Waffe, das heißt, hier können wir auch bessere Munition reinpacken, ohne viel Geld zu verlieren, weil wir eben langsam schießen. Die Waffe an sich ist ultra günstig und hier ein schönes Bild, welche durch den niedrigen Recoil, weil sie eben halbautomatisch ist, sehr, sehr, sehr effektiv und auch sehr, sehr beliebt bei sehr vielen Spielern ist. Gespielt wird hier die 5.56 NATO-Munition und hier lohnt es sich nun mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, dadurch, dass es eben eine halbautomatische Waffe ist. Level 4 Munition ist die M8551 und die kostet 500 bis 600 Köln, momentan ein bisschen erhöht, aber diese Munition hat es in sich und ist eigentlich the way to go. Ich empfehle nicht runterzugehen bei der Mini. Was sich auch noch lohnt als Sniper-Waffe ist die Mosin. Dadurch, dass man sie auch oft findet, als Scav mitnehmen kann und so, sollte jeder praktisch diese Mosin im Stash haben. Wie ihr sie als Model liegt ganz bei euch. Mit Schalldämpfer oder mit Visier. Wichtig ist nur, dass ihr die richtige Munition spielt und zwar ab Level 4 aufwärts. Ihr seht, das ist relativ günstig und alle Munitionstypen hier sind One-Shot auf Thorax. Die Frage ist eben nur, welche Rüstung der Gegner anhat, also hat der Gegner nur eine Level 3 Rüstung, ist bereits die T-46M ein One-Shot auf Thorax, was unglaublich stark ist. Hat er Level 5 Rüstungen an, braucht er eben die 7BT1 und da ist die 7BT1 ebenfalls One-Shot auf Thorax, also alles eine Frage der Munition. Headsets verstärken nicht nur wichtige Geräusche wie Schritte, sondern haben auch ein Noise Cancelling eingebaut. Das heißt, unwichtige Geräusche wie zum Beispiel Wind und dergleichen werden unterdrückt. Außerdem haben sie eine Reichweitenerhöhung. Sound Pickup steht also nicht nur für die Lautstärkenerhöhung, sondern für eine Reichweitenerhöhung. Und deswegen gerade für Solospieler unentbehrlich. Und man sollte sogar, wenn man nackt reingeht, zumindest ein Headset aufhaben. Denkt daran, dass sich jedes Headset anders anhört. Also hört euch die ganzen mal Headsets mal Probe an. Das beste und teuerste Headset ist nicht unbedingt auch das Beste für euch. Loadouts werden in Tierstufen unterteilt und zwar reden wir von Helmen, von Rüstungen, von Kombinationsrüstungen. Hier haben wir die Tierstufe 1 bis 6, wobei 1 das schlechteste ist. Auch Munitionstypen sind in Tierklassen unterteilt und hier ist es so, dass zum Beispiel Level 3 Munition eine Level 3 Rüstung durchdringt. Ein Level 4 Munition durchdringt Level 3, Level 2, Level 1 und auch Level 4 Rüstungen. Am Anfang vom Spielstart rennen noch viele Spieler mit Tier 3 Rüstungen rum, das ändert sich aber sehr, sehr schnell und Tier 4 wird zum Standard. Also ihr werdet jeden zweiten Spieler mit Tier 4 rumlaufen sehen, sowohl bei Helmen als auch bei Kombi-Rüstungen oder Rüstungen. Das bedeutet entsprechend, dass auch Tier 4 Munition sehr schnell zum Standard wird. Das bedeutet, dass schon nach relativ kurzer Zeit man mit Tier 3 Rüstungen gegen Spieler weniger Chancen hat, weil diese Tier 4 Munition spielen.
Wenn ihr Waffe, Helm, Rüstung und Kopf herausgewählt habt, lohnt es sich immer auf Quick Setup zu gehen, um hier die Rüstung zu vervollständigen, die Ausrüstung. Also hier könnt ihr eure Magazin mit einem Klick auswählen. Es wird immer die richtige Magazinform, die richtige Munitionsart und so weiter für eure Waffe gewählt. Also hier ist man sehr, sehr, sehr schnell. Ihr könnt hier Granaten auswählen, einen Painkiller oder zwei, ein bisschen Bandagen, dann Operation Kit, um eben kaputte Körperteile wieder zu reparieren, ein bisschen Heilung und möglicherweise noch Spritzen. Je nachdem, ob ihr weite Wege zurücklegen müsst, lohnt sich auf jeden Fall die Ausdauerspritze und eine Stärkespritze, falls ihr voller Loot wieder nach Hause möchtet, damit ihr nicht zu langsam seid. Dieses Quick-Setup-Tool ist genial und nimmt doch erst Items von eurem Stash, also Sachen, die im Stash werden zuerst genommen, und danach steht der Preis dafür Items, die vom Markt gekauft werden müssen. In einer Runde ist es so, dass ihr eure Aufgaben sehen könnt auf der Map. Indem ihr M drückt, kommt ihr auf die Map und seht eure und die Aufgaben eurer Mitspieler, was ziemlich cool ist. Ihr seht auch, was ihr machen müsst, wenn ihr auf die Symbole draufklickt. Und ihr seht, was die Mitspieler machen müsst. Und man kann so koordinieren, welche Mission man machen möchte, welchen Spieler man helfen will, wo man zuerst hin möchte. Möchtet ihr jetzt eure eigene Mission im Detail sehen, drückt einfach J. Und hier habt ihr eine Übersicht eurer gesamten Missionen. Also der ganz wichtige Hotkey J immer benutzen, wenn ihr eine Übersicht haben wollt, was ihr eigentlich tun müsst. Im Spiel könnt ihr standardmäßig mit Q und E leanen, also euch seitwärts einmal rauslehnen. Wichtig, es ist momentan auf Press als Standard gewählt. Möchtet ihr diese schnelle Lean machen, was unglaublich effektiv sein kann, damit der Gegner euch nicht treffen kann, ihr aber schnell spielen könnt, Informationen bekommen könnt oder auch auf den Gegner schießen könnt, müsst ihr das Ganze umstellen. Und zwar wird dafür in den Control Settings Turn Left und Turn Right von QE von Press auf Hold umgeswitcht. Damit müsst ihr Q und E gedrückt halten. Ist ein bisschen schwieriger, damit um die Ecken zu laufen, Übungssache, aber es lohnt sich, das frühzeitig zu üben. Ihr könnt zwischen drei Schwierigkeitsstufen auswählen, und zwar zwischen Normal, Lockdown und Forbidden. In der normalen Zone ist es so, dass ihr leichte Bot-Gegner habt, die haben schlechte Ausrüstung, schlechte Munition, schlechte Waffen. Allerdings kriegt ihr auch schlechten Loot, also der Loot hat hier einfach den geringsten Wert. Und Scav-Spieler können nachjoinen, also Covered Ops Operator können sozusagen ungefähr so Mitte der Runde, so je nach Rundenlänge der Map, also ungefähr in der Mitte rechnen wir, mit einem Nachjoinen der Scav-Spieler, der Operator. Und das kann ziemlich nervig sein. In der Lockdown-Zone dagegen müsst ihr ein Mindest-Equipment haben von 30.000 und müsst 5.000 pro Runde bezahlen. Also 5.000 Köln kostet sozusagen ein Ticket für diese Runde. Allerdings ist hier der Loot bereits gut erhöht, aber die Bots sind auch stärker, haben bereits gute Munition, teilweise Tier-4-Munition, Tier-4-Ausrüstung und so weiter. Und es können keine Scav-Spieler nachjoinen. Also Covered Ops ist auf diesen Maps nicht möglich. Das heißt, Mitte der Runde spawnen die einfach nicht nach und ihr habt einfach eure Ruhe. Gerade wenn so eine Lobby früh gewiped ist, dann habt ihr den Rest der Runde einfach Ruhe und müsst euch nicht sorgen, dass am Ausgang vielleicht ein Covered Ops Operator noch auf euch wartet. In der schwierigsten Zone, in der Verbindenzone, ist es so, dass ihr 80.000 Ausrüstung dabei haben müsst, also eine gut gemoddete Waffe reicht ja schon. Außerdem kostet eine Runde hier 12.000 Köln Eintritt. Ihr bekommt hier den besten Loot, habt die höchste Wahrscheinlichkeit auf richtig schöne rote Items in den Tresoren. Auch hier können keine Scav-Spieler, also Covered Ops Operator, nachjoinen. Und ja, summa summarum müsst ihr natürlich mit starken Spielern rechnen. Der Händler D. Quinston kann euch zu Reichtum verhelfen, und zwar resettet er immer um 8, um 14 und um 20 Uhr seine Inhalte. Wenn ihr in diesen Zeiträumen seine limitierten Sachen abruft, findet ihr Items, die wesentlich günstiger angeboten werden als auf dem Markt. Zum Beispiel ist hier diese Level 4 Rüstung, die kostet, wenn ich sie am Händler kaufe, 26.000. Kriege ich aber hier auf Traden, auf Exchange, wird mir der Preis von 14.000 genannt. Das heißt, ich kaufe die Materialien zum Tauschen, tausche das Ganze um, gehe direkt auf Sale und verkaufe das Ganze auf den freien Markt für 26.000, verdiene damit abzüglich der Kosten dann summa summarum 10.000 Bar auf die Hand. Bei hochwertigen Items können hier sehr schnell sehr hohe Summen zusammenkommen, deswegen immer regelmäßig abchecken, ob die Quinzen was Schönes für euch hat. Wenn ihr Items verkauft, denkt daran, dass ihr mit Rechtsklick auswählen könnt, ob ihr an den Markt verkaufen wollt oder an den Händler. In der Regel ist der Marktpreis höher, dadurch, dass ihr da viel mehr Geld macht. Es gibt aber auch Items wie zum Beispiel diese rote Vase, wo der Unterschied 0 ist. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr auf dem Markt verkaufen wollt, dann müsst ihr bedenken, dass da noch Kosten dazu kommen, sodass ihr am Ende des Tages für diese Vase nur 403 bekommt, also am Händler, also nicht auf dem freien Markt, sogar 30.000 Köln mehr bekommen würdet, als hier auf dem Spielermarkt. Wenn ihr mehrere Items verkaufen wollt, macht Rechtsklick auf das Item, geht auf Batch Sale. Nur Batch Sale könnt ihr mit einem Linksklick ganz viele Items markieren, seht den Preis momentan auch für alle Items, die ihr habt und könnt entsprechend markieren, was ihr verkaufen wollt und dann alles gemeinschaftlich für einen Gesamtpreis verkaufen. Und kommen wir zu den Loadouts, und zwar das billigste Loadout, das sollte euer Scav-Loadout sein. Jetzt heißt es nicht, als Scav selber reinzugehen, sondern die Scav-Waffen zu nutzen. Also ihr geht das so oft wie möglich am Anfang als Scav rein, nehmt die Waffen mit raus und geht billig wieder rein. Wichtig ist am Anfang das Spiel zu lernen, die Mechaniken zu lernen und nicht mit den teuersten Waffen reinzugehen. Und geht jede Runde, jede Möglichkeit, meine ich, zu D. Quinston und holt euch da das Geld ab.
Habt ihr jetzt ein bisschen Kohle gesammelt, könnt ihr bereits mit den ersten vernünftigen Loadouts reingehen und ich kann hier euch einen Geheimtipp geben, was ich persönlich gerne gespielt habe. Und zwar ist es erstmal dieser Helm hier, dieser hat nämlich eine hohe Ricochet-Chance. Das heißt, die Kugeln prallen ab. Es geht also gar nicht darum, dass dieser Helm die Kugeln auffällt, was sowieso schwer ist, wenn Gegner sehr, sehr gute Patronen haben, sondern hier ist die Abprallchance maximal hoch, ohne dabei das Gehör zu sehr zu beeinträchtigen. Dazu eine schöne Vierer-Kombi-Weste, das heißt, hier haben wir eine Weste und eine Rüstung in einem. Sehr, sehr cool, sehr beliebt und Stufe 4, also damit seid ihr allzeit gerüstet. Und als Waffe, so ein kleiner Geheimtipp, die MP5. Wir haben ja schon die besten Waffen sozusagen zum Start besprochen. Die MP5 ist hier nochmal ein Geheimtipp, hier nochmal die Attachments dazu, weil sie halt relativ günstig und dabei immer noch sehr, sehr, sehr zielgenau ist. Also wirklich ein Geheimtipp, vor allem, weil es hier eine besondere Munition gibt. Und zwar kann man mit der MP5 auch die Dum-Dum-Munition spielen. Das ist Munition, die überhaupt nicht durch Rüstung durchdringen kann, also keine Chance, aber sie macht unglaublich viel Fleischschaden. Das heißt, wenn ihr einen Spieler vor euch stehen habt und auf die Beine schießt, ist er ziemlich schnell down. Und das funktioniert eben auch bei sehr hochrangigen Spielern. Also Leute, die wie Panzer rumlaufen und Level 6 Rüstungen haben, gehen sofort down, wenn ihr mit dieser Muni auf die Beine schießt. Solche Loadouts benutzen wir so von 500.000 bis 2 Millionen ungefähr und ab dann geht's schon bergauf. Danach geht's euch gut und ihr könnt eure Lieblingsloadouts nehmen. Hier zum Beispiel Late Game Loadout mit der Fall, die sehr, sehr, sehr beliebt ist in dem Spiel. Im Late Game ultra viel gespielt wird. Wir können Level 5 oder Level 6er Rüstungen tragen, gute Helme, gute Kopfhörer und. Die Weste mit Munition schon. Also ab dem Moment fängt es schon an. Sowas sehen wir uns zum Teil natürlich immer später an, da werde ich noch jede Menge Geld zu raushauen, keine Sorge. Aber schon mal so eine Perspektive. 2 Millionen ist ungefähr der Kickpunkt, wo es anfängt, dass man auf jeden Fall hochgehen kann mit der Ausrüstung. Grundsätzlich gilt wie bei fast allen Extraction Loot Shootern, Extraktion ist alles, deswegen scheißen diese Spiele auch so. Das heißt, ruhig mal rausgehen, auch wenn der Rucksack nicht ganz voll ist, wenn ihr Mission abgeschlossen habt, oder auch nicht einfach mal rausgehen, wenn es sich die Möglichkeit ergibt. Die Routen sind kostenlos, also ruhig mal ein bisschen früher rausgehen, das erhöht eure Überlebenschancen schon mal gewaltig und sorgt auch für eine bessere Ökonomie, für ein besseres Einkommen auf Dauer. Kann ich wirklich nur empfehlen, zumindest bis man das Spiel besser beherrscht. Leute, ich hoffe, das Video hat gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde uns sehr, sehr bei der Arbeit helfen und sagt auch gerne Bescheid, was ihr als nächstes haben wollt. Ich habe einiges in petto, einige Ideen schon, was wir alles bringen können. Wir haben ja schon ausgiebig Arena Breakout gespielt, in der Pre-Alpha und der Alpha und so weiter und so fort. Also gerne raus. Ich selber freue mich jetzt auch auf den Grind. Verabschiede mich an dieser Stelle. Sag Astro Lego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.